Ja, meine Freunde, und somit herzlich willkommen in Wales, im Land Davies Forest, glaube ich, hieß der. Scheint es hier nicht dran, im Ladebalken schon. Steht es hier irgendwo dran? Keine Ahnung, was haben wir denn hier? Schieß das Vent als erster deiner Fahrzeugklasse ab. Okay, kannst auch als erster aller Klassen abschließen. Aber okay, wir sind jetzt nicht zu voll, Leute. Es kann auch viel passieren. Schieß das Vent mit weniger als 2 Fahrzeugbergungen ab. Schieß das Vent mindestens auf Platz 10 ab. Strafzeit unter 5 Sekunden. Wertungsprüfung schief während. Aha, eine saubere Wertungsprüfung. Ja, das sieht immer ganz gut aus. Blue Valley Motorsports Beziehung zum Team ausgezeichnet. Das sieht immer richtig gut aus, meine Freunde. Achso, wir sind ja auch im. Ah, wir haben ja sogar die bessere Wagenklasse sogar. Guck mal, hier oben steht Land Davies Forest. Auch ein bisschen seltsamer Name. Aber na gut. So, wir legen gleich los. Es ist auch ein bisschen dunkler. Alter, wie viel Abschnitte hat das? Richtig mega. Ich habe gedacht, jedes Rennen hat 4 Abschnitte. Wieso hat das so viele? Boah, Alter. Wie viel sind das? 1, 2? Alter, ich muss fahren. Leute, ich kann leider nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, okay. Die ersten beiden sehen aber ein bisschen kürzer aus, oder? Oder kommt es jetzt nur so vor, weil ich jetzt hier auch ein bisschen mich auf die Fahrt konzentrieren muss? Alter, das ist halt mega lange. Aber irgendwie kommt mir die Strecke aus der Rally sehr bekannt vor, oder? War da, glaube ich, auch drin. Links 4. Das sieht halt schon cool aus hier. So ein bisschen, also jetzt nicht ganz Nacht, aber so mit den Scheinwerfern. Alter, wenn die Scheinwerfer kaputt gehen, sieht man gar nichts mehr. Scheint auch übel, oder? So, hier geht's mega nach oben. Oh, 2. Das war eine 2, okay. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. So, hier runter, hier sieht man ein bisschen schön die Strecke. 2 über Puppe. Nicht schneiden. Rechts 5. Wow, Achtung, da kommen ein paar Pflanzen. Gerade noch so gerettet. Oh ja, sorry, ich hab geschnitten. Tut mir leid. So, aber wieder so eine blöde 2. Links 6. In rechts, 3 über Kuppe, 60 durch Senke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Also das ist die Kehre schon mega weit. Okay, richtig schön. Links 6, durch Senke. Links 4, über Kuppe. Durch Senke. Sonnenuntergang irgendwo da drüben. Ich würde ihn gerne anschauen, aber ich habe keine Zeit. Links 3, durch Senke. Meine Freunde. Über Kuppe, 60. Ja, ich habe noch irgendwo einen schönen. 60 durch Senke. Oh, hier. Ah, hinter dem Wald versteckt sich die Sonne. Links 3, über Kuppe. Links 6. Rechts 4. Fahren wir auch noch in den Wald rein? Fahren wir in den Wald rein? Weiß es nicht. Diesen Vorsprung ich habe. Hast du eine ganze. Wow! Okay. Fast hier so eine ganze Etappe. Ja, wir gehen sogar hier rein. In den Wald. Wow. Das war gerade. Und ja, die Schüsse so viel zu bremsen. Oh. Ja, nicht in den. Hier, weil man hier halt runterfliegt. Dann ist der Wagen sowas von kaputt hier. Hier sind so viele Bäume. Aber wenn man hier durch die Bäume durchschießt und keinen Baum trifft, dann ist man der King, Leute. In links 1, nicht schneiden. Ich kann ja voll langsam fahren, Alter. Rechts halten, über Kuppe. Ich habe so viel Vorsprung. Obwohl, wie soll ich das die eine rot? Achtung, Kuppe. Verarschen. Sofort. Rechts 1. Rechts 5. Nicht schneiden. In links 2 über Kuppe. Rechts 4. Lang. So, ganz schön kurvig hier in dem Wald. Links 5 über Kuppe. Nicht schneiden. In links 6. Durch Senke. Links 4 über Kuppe. Nicht schneiden. Oh, ich sehe kaum was. Du gehst wieder runter. Okay. Links 5. Rechts halten. Gefangen. Ich habe ihn wieder gefangen. Alles klar. Weiter geht's, meine Freunde. Es wäre nicht so schön gewesen, hier so ein Crash. So ganz alleine nachts im Wald. Hier stehen ja überall Leute.
Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innenhalten. Oh, rechts Moment. Muss mal aufpassen. Links 6. Offene Kehre links. Innenhalten. Alter, die ganzen Kehren hier. 60 über Gruppe. Oh, ein bisschen zu wenig gebremst. Bisschen weit bis rausgekommen. Langsam zum eine rote Passage an mir. Leider schade. Wir hätten es fast geschafft. Aber guck mal, 35 Sekunden super Unterschied. Ergebnis. Gut gemacht. Da können wir, glaube ich, schon noch irgendwie ein bisschen was hochdrehen. Aber die Strecke war richtig cool. Auch wenn sie ein bisschen länger war, richtig schön. So, hier sieht's alles ganz gut aus. Was haben wir hier aber? Das mit der Fahrzeugklasse. Ja, okay, wir sind halt derzeit auf 1. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Saubere Wertungsprüfung müssen wir halt noch eine machen. Da haben wir derzeit 0. Das müssen wir noch schauen, dass wir das hinbekommen. Eine saubere noch. Nach dem Marshall sollte das ein reibungsloses Rennen werden. Einfach konzentrieren. Aber ich bin halt immer gespannt, sind die jetzt immer so lang? Oder war das jetzt halt so ein... Ja, guck hier, ist schon mal bedeutend kürzer. Das heißt, für uns haben wir jetzt ein bisschen den Vorteil, dass wir jetzt hier nur 4 Etappen haben und dann auch schauen, dass wir vielleicht alle 4 sauber machen. Wie war das mit sauber? Ich mal so ein... Alter, was war das gerade? War die Blume? Gibt's ja gar nicht. Blume mitgenommen. Oder war irgendwo vielleicht so ein kleines Loch, wo ich reingeblumst bin. Kann natürlich auch sein. Alter, hallo. Autsch, war Busch. Ist irgendwie eine Strafzeit oder so? Nö, können wir voll abkürzen irgendwie. Aber es war halt auch nicht schön gefahren. Und es kann natürlich auch sein, dass der Stoß dann von ein bisschen was mitbekommen hat. Was, wir sind grün? Ja, okay, alles klar. Kann ich also weiterfahren. Links 6, 60. Rechts 2. In links 4. Überwellen. Rechts 3. Nicht schneiden. Links 4. Rechts 6. Links 3. Wir fahren ja richtig schön. Oh, diese Rutsche gerade so. Ganz ruhig. Subaru. 60 durch Senke. Alter, guck mal, wie dreckig der schon wieder ist. Total grau. Durch Senke. Links 3. Richtig extrem. So, jetzt geht hier ein bisschen... Ja, die Scheinwerfer hat jetzt aus, weil es ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so dunkel ist. Oder sind sie kaputt? Ne, wobei, da müsste ja die hinten Bremslichter auch an sein. Alter, ich fahre hier gar nicht mit Vollgas. Jetzt kriegen wir ein bisschen Vollgas. Links 4. Ganz ruhig, mein Freund. Auf der Kehre links. Innenhalten. Nicht schneiden. 60 über Gruppe. So, hier hätten wir ein bisschen schneller da fahren können. Wäre gut möglich gewesen, aber hatte ein bisschen Schiss. Links 6, 130. Links 5, links 3 über Gruppe. Rechts 6, über Gruppe. 60. Links 3, durchsenken. So, oh, schon dreimal grün. Das kann richtig gut aussehen für so eine saubere Wertungsprüfung. Nicht schneiden. 60 durch Senke. Wo wir einmal ja so komisch links draußen in der Wiese waren. Rechts 5, Überkreuzung, Überkreuzung. Kreuzung? Hier ist eine Kreuzung, okay, rechts alles klar. Rechts halten, Überkuppe, links 3, rechts 4. So, Alter, was ist da gerade? Waren das gerade Hasen? Oder ist da was geflogen? Ich hab gar nicht richtig mitbekommen. Alles klar, langsam für den Marshall. So, das ist richtig gut. Mega Vorsprung. Und mega dreckig, der Wagen. Uiuiui. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Tja, oh, ganz schön eingedellt. Alter. Das war nicht schön. So, wir sind... Oh, wir haben ja die saubere Wertungsprüfung nicht abgeschlossen, natürlich. Hat nicht ganz gereicht. Okay, wir können jetzt auch hier, glaube ich, noch reparieren. Was geht ab hier? Also hier, guck mal, immer nur dieselben Sachen gehen hier kaputt. Richtig gut für uns. Also so am Motor oder so hat man nie was. Aber ja, ich glaube halt auch besser so, wenn wir sowas nicht haben. Weil wenn am Motor oder sowas kaputt ist, dann ist es natürlich für uns natürlich schwierig ins Ziel zu kommen. Ist natürlich auch so eine Sache. Die Streckenrecce ist gut gelaufen. Sollte ein gutes Rennen werden. Okay.
5, 4, 3, 2, 1, los. So, los geht's. Alles wieder sauber. Alles wieder dran. Alles wieder in Form. Und ja, jetzt kann ich es wieder kaputt machen. Vielleicht. Aber ich versuch's natürlich. Nee. Wow, wow, wow. Wie war das? Ich probier's nicht. Aber kommen ja wieder gleich raus. Und eine saubere Wertungsprüfung, Leute. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, 80, Kuppe. Oh, das wird eng. Rechts 2, Achtung. Nicht schneiden. Nach in rechts. Links 1. Rechts halten, über Kuppe. In links 2 lang. So, Achtung, bin wieder ein bisschen stiller. Rechts 1. Aber, weil ich will ja die saubere Wertungsprüfung eigentlich bekommen. Weil das am Anfang die erste Kurve schon wieder ein bisschen blöd war. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann gleich sagt, keine saubere Wertungsprüfung oder... Ja, war schon wieder so ein bisschen blöd. Ich weiß halt nicht. Steht es irgendwo dran, ob wir doch in der Wertungsprüfung sauber sind oder nicht? Weiß ich eben nicht. Links 6, rechts 3. Wo, wo, wo. Links 6, über Kuppe. Ruhig. Bisschen langsamer machen. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Ich hab wieder mit gefangen. Links 6, über Kuppe. Links 6, über Kuppe. Rechts 3. Links 6, über Kuppe. Rechts halten, über Kuppe. Links 3. So, waren wir gerade richtig schnell. Ich hab immer so ein bisschen Schiss, wenn wir so schnell sind, dass ich die Kurve richtig kacke anbremse. 60 durch Senke. Aber bis jetzt hat es eigentlich meistens gut geklappt hier. Über Kuppe. Durch Senke. Rechts 3. 60. So, ich wollte halt wissen, ob ich noch saubere Wertungsprüfung habe oder nicht. Ob ich mich jetzt umsonst hier anstrenge oder noch auf Zeit fahren muss. Links 6. 60. Rechts 6. Links 5. Über Kuppe. Rechts 6. Kuppe. In links 6. Durch Senke. So, aber hier geht's einigermaßen. Das ist noch nicht die... Wow, 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 wow. Autsch. Okay, ich sag gerade nicht die Megastrecke oder mega schwere kurvige Strecke. Und dann erstmal hier am Baum. Oh Mann, Leute. Sowas sage ich nie mehr, ey. Das gibt's nicht. Die Strecke ist voll einfach. Bäm, Baum. Gibt's ja gar nicht. Das nervt mich jetzt, Leute. Das nervt mich gerade richtig. Das geht gar nicht. So, hier wieder ein bisschen weiter raus. Autsch. Ganz ruhig. Schild mitgenommen. Hier Rage-Modus an. Oh ja, war auch noch rot. War nicht die beste Zeit. Aber wir haben trotzdem genug Vorsprung. Also da müssen wir ein bisschen was an der Schwierigkeit noch ändern. Aber ich denke mal, auch von den Wagen her, so viel stärkere, schnellere Wagen. Ja, okay, Wagen gibt es wohl schon noch, aber... Das ist schon mittlere Oberklasse, würde ich fast sagen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, aber geschafft haben wir, glaube ich, nicht alles. Also die saubere Wertungsprüfung, glaube ich, habe ich nicht bekommen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir und... Ja, das haben wir leider nicht bekommen. Aber trotzdem, 4 von 5 ist doch auch ganz okay hier. Kann man sich anschauen. So, wir steigen wieder auf. Amateur. Das ist mir Amateur. Okay. Von Neuling, Anfänger, Außenseiter, Anwärter. Dann was war's? Was war's dann noch? Erfahrenswert oder ernennenswert oder so? Erwähnenswert war es, glaube ich. Und jetzt sind wir Amateur. Amateur hört sich an wie Anfänger. Aber nun gut.